Tim wohnt in Bad Honnef. Er pendelt täglich mit dem Auto nach Köln zur Arbeit. Was ihn manchmal ganz schön nervt, Stau, Verspätung und das Gefühl von vertaner Lebenszeit prägen seine Fahrten in die und aus der Großstadt. Er hat von diesem großen, vom Bund geförderten Projekt gehört, welches derzeit in seinem Wohnort stattfindet. Unter dem Schlagwort Ideenwerkstatt 2035 soll das Thema Arbeit und Mobilität der Zukunft für Bad Honnef betrachtet werden. Interessiert schaut er auf der Website der Stadt nach, um sich zu informieren. Begeistert merkt er, dass auch er seine Meinung in das Projekt mit einbringen kann. Er hatte allerdings noch nie wirklich vorher mit der Stadt zu tun, weshalb er sich vornimmt, erstmal nur beim Tag der Mobilität am 21. August in der Innenstadt vorbeizuschauen. Vor Ort ist er begeistert von den Ideen, die den hybriden Arbeitsplatz von morgen zeigen. Moderne Arbeitsplätze, Kinderbetreuung, ein Bereich zum Relaxen, ein Café und einiges mehr. Und an einer Umfrage kann er auch noch teilnehmen. Nachdem er diese ausgefüllt hat, erklärt ihm eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung die Hintergründe und die einzelnen Teilprojekte zur Ideenwerkstatt 2035. Sie erzählt unter anderem von einem Online-Pendlertagebuch, für das Tim sich direkt registriert. Zurück zu Hause trifft er auf seinen Sohn, der aufgeregt von einem digitalen Wettbewerb erzählt, an dem er jetzt teilnimmt. Mittels eines digitalen Formats, wie zum Beispiel einem Video, wird er bis zum 31. Oktober seine Vision von der Arbeitswelt 2035 einreichen. Tim ist begeistert, da selbst sein Sohn schon seine Meinung zu dem Thema sagen und seine eigene Zukunft aktiv mitgestalten kann. Im Oktober werden die Tage langsam kürzer und die regenreichen Fahrten zur Arbeit stressen Tim mehr denn je. Sein Pendlertagebuch füllt sich daher auch mit dem einen oder anderen frustrierten, aber auch dem einen oder anderen kreativen Eintrag. Er freut sich auf den nächsten Baustein des Projektes. Am 1. November eröffnet ein Coworking Space in der Innenstadt, den alle Bürger für 5 Monate kostenlos nutzen dürfen. Tim arbeitet zwar manchmal im Homeoffice, aber zu Hause ist sein Büro immer etwas improvisiert am Küchentisch. Außerdem kann er so mit seiner Frau Maria Mittagessen gehen, die in Teilzeit um die Ecke vom Coworking Space arbeitet. Maria ist begeistert. Ihr Mann kommt endlich entspannter nach Hause und sie verbringen sogar noch mehr Zeit miteinander. Sie hätte noch weitere Ideen, wie man Mobilität und Arbeit in Zukunft gestalten könnte. Tim schlägt ihr daher vor, doch an den ab Januar 2022 startenden Workshops teilzunehmen. Maria denkt nicht lange nach und meldet sich an. Sie freut sich, dass sie ihre Ideen und Vorstellungen gemeinsam mit weiteren kreativen Köpfen, denen Bad Honnef am Herzen liegt, eruieren und diskutieren kann. Tims Familie gestaltet die Ideenwerkstatt 2035 aktiv mit. Gestalte auch du mit.